Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Peter Metzinger. Ich bin diplomierter Physiker, also ein Experte. Allerdings eher auf dem Gebiet der Atmosphärenforschung und somit kein Experte auf dem Gebiet der Virologie und Epidemiologie. Aber keine Sorge, das sind die Herren und die Dame, die Sie eben gesehen haben, genauso wenig. Immerhin habe ich im Unterschied zu diesen eine naturwissenschaftliche Ausbildung, dank der es mir leichter fällt, Informationen nach ihrem Wahrheitsgehalt zu beurteilen. In meiner Freizeit bin ich unter anderem in der Politik tätig und aktuell ehrenamtlich der Leiter der Jahrkampagne der Zivilgesellschaft für das Covid-Gesetz. Es beginnt schon mit der Aussage, als Ungeimpfte kann ich nicht ins Kino. Das ist falsch. Sie können sich testen lassen und dann dürfen Sie auch ins Kino. Dann heißt es, ja, aber das kommt zu teuer und das ist diskriminierend. Es stimmt, nicht jeder kann sich alles leisten und nicht jeder kann sich dauernd testen lassen. Und wenn man der Aussage zustimmt, dass es diskriminierend sein soll, sich nicht alles leisten zu können, dann muss man diese Diskussion woanders führen, aber sicher nicht im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung. Interessanterweise sind es in der Politik dann aber genau die Leute, die jetzt Diskriminierung beklagen, die sich sonst gegen Mindestlöhne und hohe Sozialausgaben, günstige Mieten und so weiter wehren. Ich stelle Ihnen deshalb die Frage, die Sie selbst beantworten müssen: Ist es glaubwürdig, auf der einen Seite gegen soziale Gerechtigkeit zu kämpfen und auf der anderen Seite eine Maßnahme zur Bekämpfung einer Seuche als diskriminierend zu bezeichnen? Diskriminierung, was sagt eigentlich die Verfassung dazu, auf die sich die Maßnahmengegner dauernd berufen? Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Zitat Ende. Diskriminierung bezieht sich hier also klar auf konkrete Themen. Ob jemand geimpft oder infiziert ist, gehört nicht dazu. Damit die Seuchenbekämpfung als Diskriminierung gegenüber Maßnahmenverweigerern bezeichnet werden kann, müsste also zuerst die Verfassung geändert werden. Wir haben gehört, die Stimmung gegen Ungeimpfte sei wie Hexenverfolgung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Im Unterschied zum Nationalsozialismus ist die Zeit der Hexenverfolgung schon so lange her, dass es keine lebenden Angehörigen mehr gibt, die gegen eine derart polemische Aussage protestieren könnten. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass Ungeimpfte in dunklen Kellern gefoltert und anschließend ertränkt, gehängt oder verbrannt würden. Das war die Hexenverfolgung. Die Regierung stellt die Leute an die Wand. Wer so spricht, wer mit dermaßen unangemessenen und polemischen, polarisierenden Äußerungen polarisiert, darf nicht gleichzeitig eine Spaltung der Gesellschaft beklagen. Denn es sind genau solche Aussagen, die die Gesellschaft tatsächlich spalten. Derartige Polemik zeugt davon, dass die Maßnahmengegner keine guten Argumente haben. Denn hätten sie die, dann würden die Argumente für sich selbst sprechen. Apropos Argumente. Wir haben gehört, die Impfungen seien 10-mal tödlicher als das Virus. Ich weiß nicht, woher Stefan Rietiker diese Zahlen hat. Dass sie gar nicht stimmen können, das zeigt schon eine einfache Rechnung. Weltweit wurden bisher 247 Millionen Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert. Davon starben 5 Millionen. Doppelt geimpft wurden bisher 3 Milliarden Menschen circa. Wäre die Impfung 10-mal tödlicher als das Virus, und man rechnet das jetzt mal aus, dann hätten wir 618 Millionen Impftote zu beklagen. Also 123 Mal mehr als an Covid-19 gestorben sind. In der Schweiz hätten wir dann knapp 70.000 Impftote. Kann mir bitte mal jemand sagen, wieso das niemand bemerkt hat und wo all die Toten kremiert oder versteckt wurden?
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir wird Angst und Bange, dass ausgerechnet ein Arzt, jemand, dem andere ihre Gesundheit anvertrauen, einen derartigen Unsinn von sich gibt. Liegt es daran, dass Medizin nach seinen Aussagen gar keine Naturwissenschaft ist? Ich weiß es nicht, aber ich kenne Mediziner, die in der Forschung tätig sind. Die sind durchaus naturwissenschaftlich aktiv und tätig. Keiner von denen würde dieses Virus derart verharmlosen. SARS-CoV-2 ist der Albtraum eines jeden Epidemiologen, hat einer von denen einmal gesagt. Denn im Unterschied zu SARS, was im Jahr 2008 um sich ging, können bei SARS-CoV-2 Infizierte tagelang andere anstecken, ohne dass man es bemerkt. Eigenverantwortung, indem man zu Hause bleibt, wenn man sich krank fühlt, nützt deshalb im Kampf gegen dieses Virus nicht. Die Seuche können wir nur dann effektiv bekämpfen, wenn wir den Feind sozusagen hinter jeder Ecke vermuten und entsprechend vorsichtig sind. Oder anders formuliert, wenn wir davon ausgehen, dass jede und jeder infiziert sein könnte. Anderes Thema. Glauben Sie dem Bundesrat und den Medien? Wir haben eben gehört, die Politik schickt die Medien voran, die Medien kontrollieren das Volk, stimmen dem BAG immer zu. Und die Medien marginalisieren Kritiker wie Vernazza. Die Medienförderung wird gar als Instrument der Medienkontrolle und Einschüchterung verdächtigt. Ich glaube dem Bundesrat und den Medien auch nicht alles und dem BAG auch nicht. Denn selbst wenn man nicht an Verschwörungsmärchen glaubt, ist es doch eine Tatsache, dass manchmal einfach Fehler passieren und manchmal auch tatsächlich gelogen wird. Die Falschaussagen vom letzten Frühling, Masken würden nichts nützen und Kinder könnten das Virus nicht übertragen, haben der Glaubwürdigkeit von BAG und Bundesrat erheblich geschadet. Aber kann man deshalb schon von einer Verschwörung zwischen Medien und Regierung ausgehen? Wie wahrscheinlich wäre das überhaupt? Und vor allem, wie soll das funktionieren? Die Antwort auf die letzte Frage konnte mir noch niemand liefern, obwohl ich sie schon oft gestellt habe. Hingegen hat die Universität Zürich die Arbeit der Schweizer Medien in der Pandemie untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass diese sehr gut war. Sollen wir nun auch den Universitäten nicht mehr glauben? Man muss alles kritisch überprüfen, auch dort passieren Fehler. Aber ich war ja selbst Kurzwissenschaftler, ich war in der Ozonlochforschung. Was mich antrieb und was Wissenschaftler generell antreibt, ist die Suche nach der Wahrheit. Wenn man nun annimmt, dass sämtliche Forscher der Welt sich verschworen hätten, um uns anzulügen und irgendetwas vorzutäuschen, dann könnte man genauso gut annehmen, dass auf einmal sämtliche Metzger zu Veganern geworden sind. Wie soll das funktionieren? Das bringt uns zur Frage, was man eigentlich glauben kann und warum man etwas glauben soll. Das Komitee von Hernani Marquez behauptet von sich, immer evidenzbasiert zu argumentieren, also aufgrund von bewiesenen Fakten. Stimmt das wirklich? Er behauptet zum Beispiel, das Covid-Zertifikat sei ein Social-Score-System wie in China zur Kontrolle der Menschen. Vielleicht könne man es auch für sonstige Kontrollen verwenden, zum Beispiel wer wie viel Fleisch isst. Auch Herr Rietiker haut in diese Kerbe, wenn er suggeriert, das Zertifikat werde dann auch beim Klimaschutz eingesetzt. Wo ist die Evidenz dafür? Dieses Zertifikat sendet keinerlei Daten irgendwo hin. Es ist schlicht und einfach gelogen, man könne es für Tracking einsetzen. Dass das Komitee von Hernani nicht aufgrund von Evidenz argumentiert, zeigt auch die Aussage, er vermute, dass Israel Daten hat, dass die Impfung nach 6 Monaten nicht mehr wirkt. Er vermutet das. Oder es gibt gefälschte Zertifikate, das weiß ich persönlich. Evidenz liefert er keine. Kurz zusammengefasst würde ich sagen, dass man hier mit einer geschickten Mischung aus tatsächlichen Fakten gepaart mit klaren Falschinformationen, Unterstellungen und wilden Spekulationen versucht,
die verschiedenen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung schlecht zu reden. Gleichzeitig haben die in der Sendung vertretenen Exponenten aber keine Alternative anzubieten. Die einen wollen, wie gesagt, am liebsten gar keine Maßnahmen, weil sie die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 schlicht und einfach abstreiten. Der andere will wieder Lockdowns, Betriebsschließungen und eine erweiterte Maskenpflicht. Nur eins will er nicht, dass sich Geimpfte und Getestete wieder frei bewegen können, weil sie ihren Beitrag geleistet und alles Machbare getan haben, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Der eine Teil des Nein-Lagers will also die totale Freiheit inklusive Freilauf für das Virus. Der andere Teil will uns unsere Freiheit wieder nehmen. Das Ja-Lager setzt auf einen vernünftigen Mittelweg mit einem ausgewogenen Mix an Maßnahmen. Entscheiden Sie selbst, was Sie möchten. Am 28. November haben Sie die Gelegenheit, das zum Ausdruck zu bringen.